Also haben Sie gesehen, wie er nach dem Sturz wieder weggegangen ist? Ah ja, wie ein verdammter sprechender Engelmann. Können Sie ihn beschreiben? Jetzt raus hier! Verschwend meine Zeit! Hallo YouTube und herzlich willkommen bei MX Colanix, ja. Folge Nummer 25. Nicht eine Beschreibung, abgesehen von einer Glatze und einem Tattoo hinten am Nacken. Denken Sie, es ist dieser Hitman? Und wenn es die Zahl... Und die Bullen sind immer noch hinter uns, ja, und versuchen anhand von Täterbeschreibung uns irgendwie zu kriegen. Hier abgegeben. Dann kommt ein Brief für den zum Übergabeort von Victoria. Blackwater Park. Erstmal sind wir jetzt hier im Gericht bei Skunkys Gesetz. Zu den Arrestzellen gelangen. Wo waren wir? Ja, wie kommen wir zu den Arrestzellen? Da müssen wir uns erstmal auskundschaften. Okay, Moment. Okay, brauche ich hier eine Schlüsselkarte. Ja, das haben wir jedenfalls schon mal eine kleine hier bei uns, aber uns fehlt natürlich immer noch eine wunderschöne Schlosskarte. Scheiße. Bin ich beleidigt? Wofür halten Sie mich eigentlich? Na los, nehmen Sie schon die Hände hoch. Du bist erledigt. Ja, genau. Ah, also es beginnt genauso wie die anderen Folgen, die ich leider nicht hochgeladen habe, auch. Wo waren wir? Das Volk gegen Timothy Hawk.
Angeklagt wegen Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch mit der Absicht der... Mr. Hawk befindet sich nicht zum ersten Nein. Mal in diesem Gerichtssaal. Der Angeklagte plädiert auf nicht schuld. Komm ich eigentlich rein? Gehst du also mit den anderen Mädels zur Girls' Night nächste Woche? Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Ich bin nicht... Das ist nicht... Das ist einfach nicht so mein Ding. Du musst dich doch von mir nicht rechtfertigen. Mein Ding ist das auch nicht. Du bist witzig, Bill. Ich meine... Nein, ich meine... Diebstahl. Und wegen der CDs? Okay, die habe ich geklaut, aber... Psst. Wegen der CDs sind Sie nicht angeklagt. Kein Wort... Mein Name. Hey, der wahre Verbrecher ist doch der Besitzer. Würden Sie so einen Schlitten mit offenen... Das ist ein Verbrechen. Der Anwalt und es ist nicht illegal, ein Auto auf der Straße stehen zu lassen, aber es ist illegal, etwas zu nehmen, was einem nicht gehört. Ach, sehen Sie, Sie haben den... Absicht. Okay, tut mir leid. Ist es ein Laien, schließt die Absicht mit Laien. Oder darf ich gar nicht rein, sagst du? Vereinbarung mit dem Laienden. Wenn wir beweisen könnten, dass sie das Auto zurückgeben wollten, könnte es helfen. Aber es wird schwer, gemacht, damit wir zurückgeben. Das ist nicht beweisen. Vielleicht hat hier ja jemand geklaut. Jeder gewinnt sein. Zum Beispiel der Scharnierenmann oder der Bürgermeister. Ich habe nur eine Spritztour gemacht. Niemand kann beweisen, dass ich die Karre angezündet habe. Oh Mann, hören Sie. Wir bekennen uns schuldig. Ein paar Sozialstunden aufgebrummt. Wir gehen nach Hause. Oh, hallo. Wie geht's Ihnen? Sorgung zukommen lassen können. Sehen wir uns doch die Videobeweise an, hm? Oh, wie komme ich denn da verdammt nochmal rüber? Also einfach bestätigen, dass er schuldig ist und alle nach Hause gehen. Okay, so geht's schon mal nicht. Muss ich hier einmal aus dem kompletten Haus raus? Hey, wie sieht's aus? Wie sieht was aus? Ey, ich gehe auch kurz aufs Klo. Schau, ob hier irgendwie eine Schlüsselkarte liegt oder so. Nee. Liegt auch nicht, schade. Ja, aber guck mal, das ist auch der Damenklo, da geht man ja nicht rüber. Mann, ey, das gibt's gar nicht. Ey, das ist richtig widerlich gerade. Komm ich eigentlich raus? Würde ich jetzt für eine Zigarette geben? Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, das passiert dir. Sir, hier ist Zutritt verboten. Warum? Was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO oder so? Streu einfach eine Bemerkung über die Queen ein, dann hast du ihn auf deiner Seite. Die Queen? Ja, offenbar ist er zu 25% beliebt. Und seit er das weiß, ist er besessen von allem jenseits des. Oh, ey, das gibt's doch nicht, echt. Ich finde hier echt keinen Eingang nach oben. Ich hoffe, Sie laufen hier nicht rum, weil Sie irgendwas verbrochen haben, hören Sie? Quatsch. Ah, okay, was da oben ist. Hey, wie läuft's denn so? Wir haben Wie das Video Sie nicht nachts produziert, Mr. Hawk. Das sind Sie. Von der Kamera auf frischer Tat ab. Sehen Sie? Sehen Sie? Das war die UN.
langsam vorgehen. Ist da irgendwie in dieses scheiß Gebäude rein? Ich komme da nicht rein, weil ich nicht weiß, wie ich da hin soll. Wo geht's denn da hin? Okay, da geht's nach oben. Ne, siehst du, da geht viel zu weit weg. Okay, also ein Glatzkopf kommt in eine Bar, okay? Warte, ist das ein Witz? Nein, nein! Wir müssen erstmal den scheiß Priest, den scheiß Kollegen erstmal downhauen. Ja, und jetzt ist halt kein Richter mehr da. Und wer wird Richter? Genau! Agent 47, der Richter 47, dürfen wir über Sachen entscheiden. Cool. Und schaut euch mal an, wie 47 damit aussieht. Richter geht mir langsam echt auf die Nerven. Diese Briefnummer. Als wären die gepuderten Perücken und Kekse nicht genug. Jetzt sieht er sich schon Cricket-Spieler an. Und von mir verlangt er, dass ich Zeugenaussagen in Oxford-Englisch übersetze. Echt jetzt. Hört, hört. Die Sitzung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Strickland hat den Vorsitz. Abgewiesen. Was soll denn der Scheiß? Alle meine Zwerge kaputt gemacht! Und zwei davon sind aus Dänemark! Scheiße! Die Sitzung wird vertagt. Okay, nee, wo ist denn die Tür jetzt? Wusste ich eigentlich ja. Hey, zurück mit Ihnen. Suchen Sie sich jemand anderen zum Kuscheln. Wer sagt denn hier was von Kuscheln, Kumpel? Ein Kunde ist das. Arrestzellen erreicht. Ja. Schwer, schwer, schwer. Und das war Folge Filmmond.